Ja, und die Vorgänge innerhalb der SPD beobachtet für uns Jeanette Clark in Berlin und die hat gerade einen Gast an ihrer Seite. Genau so ist es. Die ersten Mitglieder des SPD-Parteipräsidiums sind hier angekommen, beziehungsweise kommen gerade an. Und ich freue mich, dass Leni Breymeier hier bei mir ist zum Interview. Sie ist die Landesvorsitzende in Baden-Württemberg der SPD und auch Beisitzerin im SPD-Präsidium. Frau Breymeier, Sie haben heute einiges zu entscheiden. Zunächst wird es ja darum gehen, dass Martin Schulz erklärt, ob er sofort sich vom Parteivorsitz zurückzieht. Was erwarten Sie denn heute von Martin Schulz? Also ich gehe davon aus, dass Martin Schulz heute sagen wird, dass er seinen Vorsitz in der SPD mit sofortiger Wirkung niederlegen wird. Das heißt, damit ist dann Martin Schulz erst einmal in der Funktion Geschichte in der Partei. Und wir werden dann als SPD-Präsidium und als Parteivorstand mit der neuen Situation umzugehen haben. Wir haben 6 stellvertretende Vorsitzende, die können sicherlich einen Teil der Aufgaben auch übernehmen. Aber 6 ist halt auch was anderes als eines. Was ist das Gesicht der SPD? Das werden wir die nächsten Schritte einfach miteinander beraten. Wir stecken knietief in einem Mitgliederentscheid drin, der bis Anfang März beendet sein soll. Die ganze Partei ist unterwegs und diskutiert das Pro und Contra des Koalitionsvertrages. Das ist das, was jetzt gerade stattfindet. Und dazu kommt jetzt noch diese neue personelle Situation. Und das haben wir zu bewerten und auch Entscheidungen zu treffen. Das Gesicht der SPD könnte Andrea Nahles werden, die Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Am Wochenende hat man gehört, dass heute Andrea Nahles kommissarisch den Parteivorsitz übernehmen soll. Jetzt gibt es da Vorbehalte von einigen Landesverbänden. Sie sind auch Landesvorsitzende. Was sagen Sie? Wir haben in Baden-Württemberg diese Frage noch gar nicht erörtert. Wir sind mitten in der Fasnet, wie wir in Baden-Württemberg sagen. Das heißt, wir haben da überhaupt noch keine Absprachen dazu getroffen. Ich sage mal, diese Partei kann nicht führungslos jetzt durch die nächsten Wochen gehen. Wir müssen einfach darüber reden, wie das gehen kann und welche Rolle dann Andrea Nahles spielen wird, die ja gesagt hat, dass sie bereit ist, als Vorsitzende zu kandidieren. Jetzt gibt es seit heute früh auch noch eine weitere Kandidatur aus dem Norden Deutschlands. Jetzt muss ich sagen, ich kenne die Genossin aus Flensburg persönlich gar nicht. Ich kann mir dazu jetzt gar keine Meinung, kann keine Meinung dazu haben, weil ich sie einfach nicht kenne. Andrea Nahles kenne ich jetzt lange genug und ich traue ihr diese Aufgabe auch zu. Aber die Frage ist einfach, es wird sicherlich einen Bundesparteitag geben, bei dem die Vorsitzende oder der Vorsitzende dann zu wählen sein wird. Und auch da sind heute sicherlich Entscheidungen zu treffen. Wann wird der sein? Welche Fristen sind einzuhalten? Wie soll das Verfahren gehen? Bei den Landesverbänden, die Vorbehalte oder Kritik geübt haben, ging es, glaube ich, nicht um die Person von Andrea Nahles. Zumindest hat sich in die Richtung niemand geäußert, sondern es ging wirklich um das Prozedere. Übergeht man die Parteibasis, indem man sagt und sozusagen einen Parteitag ja vorgreift und sagt, Andrea Nahles kann jetzt schon kommissarisch übernehmen. Also verstehen Sie diese Vorbehalte der Basis? Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, aber ich glaube, wir müssen jetzt auch mal gemeinsam abwägen in den Führungsgremien der Partei, was spricht dafür und was spricht dagegen. Das werden wir heute machen. Ich bin nicht mit einer vorfestgelegten Meinung hier angereist. Ich bin wirklich auch angereist, um zu diskutieren und am Ende eine gute Entscheidung zu treffen, die der Partei nützt. Falls Martin Schulz jetzt heute erklärt, dass er sich sofort vom Parteivorsitz zurückzieht, kommt ja noch dazu, dass er bereits am Freitag erklärt hat, nicht in ein Regierungsamt einzutreten, so denn die Basis für eine mögliche große Koalition stimmen würde. Also gibt es 2 offene Positionen, über die entschieden werden muss jetzt innerhalb der SPD-Führung. Es geht ein bisschen um die Frage, ob die SPD nicht schon innerhalb des Mitgliederentscheides, der am 20. Februar offiziell startet, auch sagen wird, wer welches Ministerium, also welche Person welches Ministerium besetzen soll. Wie ist da Ihre Ansicht? Also meine Ansicht ist, wir haben einen Koalitionsvertrag verhandelt mit der Union und dieser Koalitionsvertrag steht zur Abstimmung. Ministerinnen und Minister, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre sind diejenigen, die diesen Koalitionsvertrag umzusetzen haben. Jetzt ist erst einmal die Frage zu stellen, wird es zu einer großen Koalition kommen? Wenn die SPD-Mitglieder Ja sagen, dann kann man über Personal reden. Wenn die SPD-Mitglieder Nein sagen, haben sich sämtliche Personaldebatten sowieso von selbst erledigt.
Jetzt hat die CDU-Vorsitzende Angela Merkel angekündigt, dass die CDU vor ihrem Parteitag am 26. Februar die Personalien bekannt geben wird. Also ist es nicht illusorisch zu glauben, dass man innerhalb der SPD diese Personalien eben der Basis nicht mit zur Abstimmung gibt? Naja, es wird dann eben auch bei uns ein paar Enttäuschte geben, weil natürlich viele Leute sich auch Hoffnungen machen auf eine Funktion. Und ich finde, der Mitgliederentscheid sollte ohne diese Beschwernisse auch ablaufen. Also die CDU hat da ihren eigenen Stil. Immerhin macht sie jetzt einen Bundesparteitag. Bisher sind ja alle davon ausgegangen, sie werden den Koalitionsvertrag in ihren Vorständen abstimmen lassen bei CDU und CSU. Es hat jede Partei da ihre eigene Herangehensweise. Ich finde, wir machen das Maximale, nämlich die Mitgliederbeteiligung. Jedes Mitglied kann darüber abstimmen, aber da ist über die Inhalte abzustimmen und nicht über das womöglich hinterlegte Personal. Jetzt muss erstmal der erste Schritt gegangen werden. Ein Ja zum Koalitionsvertrag beinhaltet dann eben auch die Persönlichkeiten, die dann in den Ministerien sitzen und die Dinge umzusetzen haben, und nicht den zweiten Schritt vorm ersten. Das hielte ich für falsch. Vielen Dank, Leni Breymeier, die Vorsitzende der SPD in Baden-Württemberg und Beisitzerin im SPD-Präsidium. Ja, und das Präsidium trifft sich jetzt in den nächsten Minuten. Um 15.30 Uhr soll es losgehen. Um 17 Uhr kommt dann der gesamte Parteivorstand zusammen. Und es gibt viel zu entscheiden. Wie geht es weiter an der Parteispitze? Wer wird kommissarische Parteichefin oder kommissarischer Parteichef? Und wie will man sich aufstellen jetzt, wenn das Mitgliederverfahren anfängt? Am 20. Februar beginnt ja sozusagen das Mitgliedervotum. Bis zum 2. März wird es laufen. Und die gesamte Parteispitze soll ja ausströmen in die Landesverbände, in Regionalkonferenzen, vor allem über die Inhalte des Koalitionsvertrages sprechen und nicht mehr so sehr über Personalien. All das gibt es heute zu klären. Wir werden das weiter beobachten. Ich gebe erstmal zurück ins Studio nach Bonn.